Ja, da geht's wieder weiter. Also Leute, lehnt euch zurück, entspannt euch und los geht's. Du siehst ja, wenn du dein Inventar aufmachst, hast du neben dem Inventar hast du zwei Slots, wo du vernichten und ablegen, gell? Hast das da? Vernichten, ablegen, ja. Gut. Vernichten heißt, das ist dann weg und ablegen heißt, dass es vor dir auf den Ah Boden ja. gelegt wird. Tauschen oder so. So. Pangolin, sonst hat er ja nichts gehabt. Nee, Gut. heute sieht er. Ja, okay. Also zu den Dingen ist zu weit. Nur zu weit latschen, obwohl, ja, nee, das bringt ja auch jetzt nichts. Das. Wir könnten aber trotzdem die Richtung gehen, weil da ist ein Klar. Kupferlager. Also die Richtung da. Mhm. Und vor allem erstmal die ganzen Marke wegmachen. Das Marker, ich ist wichtig. sehe nur. Entfernen, alle Marke. Du hast ja der von dir den gelben oder ist er von Ich mir? habe Weiß ich keine gar nicht. Ahnung. Der war von dir. Alles klar. Nee, geh mal mit M. Ja. M auf die Ja. Karte. Und Rechtsklick. jetzt drehst du Richtung Ja. Osten. Den Dingen da und da ist zum Beispiel das Kupfererzlager, musst du jetzt eigentlich Ja, sehe ich. rausfinden. So ein brauner Stein mit, ja. Und da macht man einfach Rechtsklick drauf. Bestätigen. Wegpunkt. Ja, erstmal und dann als Wegpunkt und dann kannst du dir irgendwas aussuchen da oben und dann sagen auf hat. Ja, okay, da habe ich jetzt ein gelbes Fähnchen. Genau, weil das ist für mich dann auch sichtbar. Nee, das ist nicht, das ist privat. Das ist egal, ich weiß ja wohl, ich sehe das ja auch so. Und da gehen wir jetzt hin. Und wenn du jetzt auf die auf dein Ober auf dein Dingen ziehst, dann musst du eigentlich Ja, das die genau. Richtung für das Fähnchen Ich. sehen. Und dann geh du los, du siehst es. In 3 Minuten geht die Sonne unten. Du darfst nicht dran, also das hast schon gelohnt. Hier waren Pilze, gell? Feuermooskümmel. Manche die aufgehoben. Alles, was du sammelst, ja. Nee, Ne? hast du nicht. Alles aufheben, weil das gibt Punkte, gell? Das Ah, ist dann wichtig. bin ich zu schnell vorbei. Hier, das kannst du auch aufheben. Hier, Das das Mooszeug, hier, ja, hier. genau, stimmt. Ja, alles aufheben. Alles aufheben. Nichts liegt also. Nur wenn du es wegen den Punkten machen solltest. Kräuterblätter brauche ich. Was Achtung! ist das Der greift an, der denn? greift an. Das ist eine Blume, die greift. Die ist zwar jetzt nicht so stark wie der. Ja, hat schon was. Was ein hässliches Missgeburt, wie. Alienzahn verdorben, ja, das Moos können wir mitnehmen draus. Alienzahn brauchen wir jetzt mit. Und nachladen wieder. Da ist Gemüse. Pilze. Vor mir weg. Was ist das denn für ein leuchtendes Ding da? Guck mal, da ist eine Riesenzecke. Ja, die schießt weg, die ist gefährlich. Da kommt, brauchst du schon eine richtige Waffe für. Verpiss dich! Ja, die geht zu der Runde. Oh, ein bisschen geht die. Oh, die schießt ganz schön weit. Ja. Boah, ich muss hier weg, ey. Die macht mich gleich. Ja, sag ich doch. Also die ist sowas greife ich nur mit, dann schon mit richtigen Waffen an. Gut, wenn ich allein Ja, bin, weil ich ich meistens bin so allein hier, ich bin. bin am Strand. Ja, das ist sowieso am besten. Da hast du nur von einer Ja. Seite. So, wie heile Sammelgebiet. ich mich denn jetzt hier? Salbe. Du musst gucken, was du hast Ja. für Probleme. Das zeigt dir dann an, was dagegen wirkt. Und dieses Geräusche, das sind diese Blumen, die du jetzt da hörst. Die gehen einen auf den Sack. Manche Nahrung, die gibt dir auch Stamina zurück, Ist sofort. gut. Muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, mit welcher Nahrung das macht. Wo ist er? Da ist er. Wer, wo, was? Was ist da?
Das Problem bei Pistöge ist, dass die so wenig Muni hat. Du hast so viel Nachladen immer mit. Ah, der hat nur Scheiß. Ich glaube, ich versuche mal mit der anderen Waffe sowas zu töten. Die ist nicht so nee? Gut. Die ist nicht so gut, nee, nee. Vor allen Dingen, das ist eine Nahkampfwaffe. Da musst du den an dich ranlassen und das ist ein Problem. Ja, ich meine, wir können ja, ich baue mal so ein Mobil-Dings, da bauen wir nur gleich noch Munition, weil Munition müssten wir eigentlich genug Zeug haben, meine ich. Holz habe ich ein bisschen, ja. Ja, Holz habe ich auch. Man muss nicht zwangsläufig Holz haben, man muss diese Pflanzen haben, diese Phase. Also so sieht auch so ein bisschen verdörrt aus. Alien-Teil, ne. Kräute. Gesundheitswert 60. Achso, dann geben die mir 60 zurück. Ja. So. Jam, 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 jam. Und noch eins. Jam, 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 jam. Pflanzen. Kommen wir wieder in die Gegend, wo es mehr gibt. Ja, ich laufe auch da dran vorbei. Eisen, Mensch. War ja nur zu gucken, wo gelootet ist, dann weißt du, wo du vorbeigelaufen. Ja, ich halte mich eher links am Strand. Oh, es gibt Meeresbewohner. Ich weiß es nicht, ob die. Also zu meiner Zeit gab es die auch nicht, aber es gab Pflanzen und vor allen Dingen dieses rote Zeug, Saborium oder wie das heißt, was für einen Warp-Antrieb brauchst du dann später. Auf jeden Fall, ja, gut, das kann auch ein Fehler gewesen sein. Aber ich habe gerade im Meer habe ich irgendwas Rotes auftauchen sehen. Sprachgulasch. Aber da im Wald siehst du so orangenes Leuchten, das ist dieser Honig, der ist sehr gut gegen Pisse und solche Sachen. So, ich habe Level 5. Nur durch Sammeln jetzt. Was hast du? Keine Ahnung, 5, ja. Ja. Auch 5. Gut. Aber dann müssen wir uns absprechen, dass wir nicht beide dasselbe leveln am Anfang zumindest. Das ist ja Quatsch. Das heißt? Ach, am Anfang dasselbe Level, meinst du? Ja, ja, jetzt hat es selbst gerafft, ja. Ja, klar. Gerne. So, aufpassen, da oben ist ein, ich glaube, das ist ein Jagdtier. Ja. Upsa. Wenn der rot ist, dann ist es einer, der dich jagt, aber nee. Der jagt dich nicht. Gut, dann ist okay, dann war das ein Grauer. Ja. Ist ja genug von da. Aber das gibt auch. Ja, das gibt auch Leben zurück. Ein bisschen. Zehn Punkte gibt es. Leben. Sehe ich gerade. Satt. Läuft nicht ab. Ja, dann ist ja gut. Auch dein Glück, dass es nicht abläuft. Aber hier ist eben irgendwie so ein richtiges Hässlern aufgetaucht. Ob das jetzt ein Fehler war? Oh, ich hab dich. Ne, du bist hinter mir. Ja, ja, du siehst mich da oben. Ah, stimmt, ja. Spinnen. So, oh, jetzt habe ich eine richtige Waffe. Ja, muss auch mal, gibt zwei Sorten. Die grüne Spinne, die ist die anderen Spinnen, die sind ein bisschen scheiße.
Okay, die sind zu dritt. Ja, das sind aber die Eigenschaften, die ich ganz schlimm. Ach du Scheiße. Die sind nicht ganz so schlimm. Die geben auch Fleisch. Was leider wieder verdirbt, wenn wir nicht bald irgendwas aufbauen. Stimmt. 330 Rot, Drohne, aufpassen. 130. 313 Kilometer von uns weg. Jetzt fliegt wieder weiter. Ach da, so. Das ist eine Drohne. Das ist eine Drohne oder irgendwas alienmäßiges. Scheiße. Was will es? Ja, das Ganze aussammeln. Das ist gute Nahrung. Das war nicht eben. Das sah aus wie so eine Wurst. In Schlafrock. Ja, oder eher wie ein. Ja, Wurst oder wie eine Zigarre. Ja. Was spaziert denn da? Ja, was ist das? Sieht aus wie ein Krebs. Oh, das kommt gefährlich nah. Mach dich ab. Pfui. Geh weg. Wow. Okay, lass mal gucken, guck was mal. Oh, Milch gibt er. Sehr gut. Und Fleisch. 3 Stück. Oh, das ist ganz schön. Ich glaube, wir bauen erstmal so einen mobilen. Komm ja hier, wo nicht so viel passiert. Hier. Bauen wir uns erstmal so ein Mobil. Ich kann den ja bauen, du kannst leider noch nicht, aber das ist egal. Was? Ich muss mich erstmal. Also, da gehen wir auch gerade mal diese Skillung mal kurz durch. Also, auf dein Tabulator, gell, das ist ja praktisch dein über alles. Oben hast du da praktisch erstmal die Cells. Ja. Gell? Als erstes, dann kommt diese Tree von Mechanik. Und da gibt es jetzt zum Beispiel Basis, großes Raumschiff, kleines Bodengleiter, diverse Werkzeug, Waffen. Also fast alles selbst erklären. Basis heißt das, was du um eine Basis zu bauen brauchst. Großes Raumschiff, klar. Kleines Raumschiff, auch klar. Bodengleiter, auch klar. Da gibt es nochmal so diverses. Da fallen halt eben so Frachtboxen, Kern und Basisstarte und solche Sachen. Da gibt es Werkzeuge, die man skillen kann. Die erste Reihe ist grün. Also die ist praktisch freigeschaltet. Ja. Und dann ab Level 3 hast du die nächste Reihe. Dann gibt es die Waffen noch. Ja, da kommt als nächstes, wenn du das so siehst, ab Level 3 hast du die Schrotflinte. Ah, die haben es verschärft, mein lieber Jolie. Und da kannst du runter scrollen. Ne, hier unten Sturmgewehr, genau. Das können wir schon freischalten. So Schrotflinte, Sturmgewehr. Level 5 sind wir, gell? Ja. Genau, Level 5. Dann können wir auch schon die Scharfschützengewehr freischalten, Sturmgewehr. Und das sind schon richtig gute Waffen. Das leichte Rüstung sollte man vielleicht leichte machen. Leichte Rüstung. Ja, du musst natürlich auch die Ressourcen, das ist ja nur die Blaupause. So. Das Kräften kostet dann die Ressourcen, deswegen müssen wir dann halt eben auch das Zeug versammeln. Aber freischalten kostet dich halt nur die Punkte. Wie viele Freischaltpunkte hast du jetzt? 70. Ja. Ja, fast gleich. Ja, ich habe auch 70. Level 5, 70. Ja. Ah ja, gut, dann werde ich sagen, kümmerst du dich um die Waffen vielleicht? Ja, oder? Kann ich machen. Wenn du willst? Ja. Ja, weil das andere, das bist du ja selbst dann erkennen. Ich kümmere mich dann um die Werkzeuge, die wir brauchen. Okay. Jetzt gerne. Ja. Gell? Also schalte die Waffen frei, die du freischalten kannst mit deinem. Genau. Leichte Rüstung haben wir hier, Sprengladung, Waffe. Muss ich hier dann auf Freischalten drücken? Wahrhaftig. Ja, einfach anklicken und dann oben freischalten. Gell? Schrotflinte, ja, die kann man gut gebrauchen. Ja. Was friert der denn? Ja gut, wir sind ja hier am Meer. Die ist kalt, ja, ich müsste den Ofen noch freischalten. Also ich gehe jetzt mal an das Zeug, was wir brauchen. Diverses, so. Wir brauchen auf jeden Fall... Benötigte Stahlplatte, Elektronik... Ah, na gut, das müssten wir noch sehen, ob ich das auch habe. Hat er aber nicht. So, ich mache jetzt als allererstes mal den Konstruktor erstmal. Traktor. Ich kann auch ein Öfchen bauen dann. Konstrukt Eisenerz, Kupfererz habe ich. Das Öfchen mache ich jetzt mal. Mechanische Komponenten brauche ich. Oh, da hört was an. Ne, das ist aber ein Fluchttier. Da brauchen wir keine Munition. Piss dich! So, ich setze jetzt mal den Konstruktor.
für den Kraftstoff. Der Drecksack braucht Kraftstoff. Hä, wo sind meine ganzen Erze? Habe ich die da? Ich hab kurz Traktor stehen gelassen. Kupfererz habe ich 18, egal. Kann ich dir was geben? Wenn du brauchst. Ich habe auch irgendwas Falsches gebaut, sehe ich gerade. Ich baue uns mal ein Zeltchen auf. Ah. Was habe ich hier gebaut? Ich habe einen Wassergenerator gebaut. Braucht doch kein Schwein. Idiot. Kann ich doch da reingehen? Wofür, was ist das Notfallzelt überhaupt? Ich kann es hier nicht sagen. Muss ich mal gucken. Für mich auch relativ neu. Hallo Zelt. Ich habe total das Falsche gebaut. Ich glaube, ich kann das. Zweimal Wasser habe ich gebaut. Doch, doof. Aber man kann das Zelt wieder aufheben. Das ist schön. Ja. Verdorbene Lebensmittel. Alon Tschüssikowski, ja. Grad vernichten, ja, grad vernichten. Ja, der Vernichten ist besser nicht da hinlegen, weil das, das zu viel zerrt, ja, das an der, ja. Bombens, an der, ja. Leistungskraft. Da. Ist es. Oh, der braucht. Ich habe zweimal Wassergenerator gebaut. Ich bin doch nicht mehr ganz sauber. Stell dich noch nicht so an, ja, dir ist kalt. Also echt. Wir haben 11 Grad, nicht minus. Ja, ey. Ich muss mir doch nochmal was zu futtern holen. Ja, manche richtig. Da habe ich alle schon im Mann. Ja, Leute, das war's für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Schön entspannt bleiben. Ciao.